Es gibt wohl kein Volk auf Erden, das derart von seinen Ahnen abgeschnitten wurde wie das deutsche Volk. Die 12 Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft wurden uns derart gut beigebracht, dass das deutsches Wesen sei, dass wir alles, was davor war, im Lichte dieser 12 Jahre betrachten sollen. Aber ist das die Wahrheit? Ist das wirklich die Wahrheit? Wenn das unsere Ahnen wüssten, dass wir sie durch diese Brille anschauen, alles, was davor gewesen ist, durch diese Brille. Ich habe den Hans-Peter von Lichtenstein in meinem Studio, der genau ein solches Buch geschrieben hat, Wenn das unsere Ahnen wüssten. Und wir dürfen gespannt sein, was er zu erzählen hat. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Hans-Peter, du bist schon viel Schreiber. Ne? Du hast beide Bücher in einem Jahr veröffentlicht. Dieses zweite, ich halte es mal in die Kamera, wenn das unsere Ahnen wüssten, von Atlantis, Tacitus, Homer, Platon, Bibel, Bocksaga und uralten Überlieferungen über unsere wahre Herkunft. Das heißt, unsere wahre Herkunft wurde uns bis heute ja, verheimlicht oder vernebelt, fast entzogen. Ja. Und das ist, wie gesagt, fast singulär. Alle anderen Völker ja, können sich auf ihre Vorfahren berufen und so weiter. Aber ich habe es ja selber erlebt, wenn ich Volkslieder singe, dann werde ich schon als Nazi beschimpft. 500 Jahre alte Volkslieder, Nazi. Ja. Was hat dich dazu bewogen, dich auf diese Suche? Du hast den Was Jesus wüsste geschrieben und jetzt, wenn das unsere Ahnen wüssten, bist du mit mir der Meinung, der gleichen Meinung? Absolut. Okay. Ich halte es mit Friedrich Schiller. Okay, Friedrich. Der hat gesagt, um die Zukunft positiv gestalten zu können, müssen wir unsere Vergangenheit verstehen. Mhm. Wir können keine Lösungen für die Zukunft erarbeiten, wenn wir nicht sehen, wer wir sind, woher wir kommen und wo unsere Wurzeln sind. Denn alles auf dieser Welt ist und war schon da. Mhm. Wir müssen nur hinsehen. Wir müssen nichts Neues erfinden. Ich habe mit dem Buch auch nichts Neues erfunden. Ich habe nur gefunden und komprimiert. Und gesammelt, ja. Und wenn wir mehr über uns wissen möchten, auch als europäischen Völker und Stämme, dann haben wir das Problem, dass wir innerhalb unserer eigenen Grenzen darüber sehr wenig finden. Denn die Arbeit, die in mittelalterlichen Mönchsschreibstuben geleistet wurde zur Geschichtsfälschung, ist phänomenal gut. Wir finden aber in anderen Kontinenten, gerade in den indischen Veden, bei den Brahmanen, bei den Südamerikanern, bei den Indianern und anderen Kulturen, finden wir tatsächlich die Zeichen für unsere wahre Herkunft. Oder in ganz alten Schriften, ja, so um Christi Geburt, vorher, kurz nachher, da ist noch viel sehr Gutes geschrieben worden, was wir tatsächlich heute in die Gedanken mit einbeziehen können. Alles, was danach kam, ist fast alles verändert, verfälscht oder gefälscht worden. Das ist das Problem. Damit wir genau dieses Denken haben, wie du es eben schon erwähnt hast, 12 Jahre Nationalsozialismus zu reduzieren. Und wir kriegen heute erzählt, dass wir die Erben einer klassischen Kultur sind, die aus dem Mittelmeerraum kommt. Tatsächlich ist es aber so, dass wir die Ahnen dieser Kultur sind, nicht die Erben. Mhm. Und das habe ich in meinem Buch, denke ich, mir wir sind die ausführlich Ahnen, beschrieben. Wir sind die Ahnen dieser Mittelmeerkultur. Wir sind die Ahnen. Wir sind die Ahnen deren Kultur und nicht die Erben dieser Kultur. Ah, okay. Also jetzt verstehe ich, nicht wir Heutigen sind die Ahnen. Genau. Okay. Ja. Und wenn wir das erkannt haben, welche entscheidende Rolle Europa
auch die deutschen Völker und Stämme, so nenne ich es mal, weil das Wort Germane ist auch wieder negativ besetzt, nimmt man ja ungern in den Mund, wobei das ja einfach nur eine Wortschöpfung der Römer ist. Die Germanen haben sich selbst auch nicht Germanen genannt. Ja, das waren Kimbrer, Teutonen, Gallier, die in Frankreich und so weiter und so fort. Es gab ganz viele verschiedene Stämme, die praktisch verschiedene Namen hatten, so wie bei den Indianern auch, mhm. ja, die im Grunde aber ein Volk waren, der gleichen mhm. Herkunft. Und um das zu vereinheitlichen, könnte man auch sagen, alle sind im Grunde ihres Herzens Kelten, auch Germanen sind Kelten. Ja, und Germanen ist ein Kunstbegriff gewesen, der von den Römern erfunden wurde. Die Mannen mit dem Gär, mit dem Wurfspeer. Speer, ja. Genau. Und damit habe ich mich lange Zeit beschäftigt, weil ich es einfach unfassbar wichtig finde, uns mit unserer Herkunft zu beschäftigen. Und es gibt tatsächlich kein Buch, bei dem ich mehr Gänsehaut bekommen habe und mir die Kinnlade offen stehen blieb, weil es so offensichtlich ist, weil es so vor unseren Füßen liegt, das Wissen, wenn wir nur wissen, wo wir lesen. Und es ist alles da. Wir müssen nur hinschauen. Und wir können die Vergangenheit tatsächlich wieder aufarbeiten. Gerade in der heutigen Zeit. Denn ich gebe dir ein Beispiel. Man sagt in der klassischen Geschichtskunde, dass die Eisenzeit ungefähr 1200 vor Christus im Mittelmeerraum begonnen hat. Mhm. Dann frage ich, ist das so? Mhm. Ist das so in Absicht oder in Hinsicht der Tatsache, dass in Norddeutschland, bei Husum und vielen anderen Inseln, in der Nordsee, Schmelzöfen für die Eisenverhüttung ausgegraben wurden, die auf 4.000 bis 5.000 vor Christus datiert werden. Mhm. So, und das ist aber ein archäologischer Fakt. Mhm. Den können wir nicht wegräumen, einfach so. Der natürlich nicht in das Geschichtsdogma passt. Ja? Aber, und so habe ich versucht, einfach die Puzzleteile einzeln zusammenzufügen, um mir ein Gesamtbild zu verschaffen, das noch lange nicht zu Ende ist. Ja, auch da kommt der zweite Band jetzt im Sommer raus, da gehe ich noch tiefer grabe. Denn auch gerade die indischen Veden verraten uns sehr viel über unsere Herkunft. Und da geht es speziell auch darum dann. Mhm, mhm. Ein großer Teil, im ersten Teil des Buches, handelt von Atlantis. Mhm. Ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet durch Otto Muck, alles über Atlantis. Das war ein Geophysiker, der gesagt hat, okay, das war sozusagen da, wo der Atlantik ist und praktisch wie eine Art Kontinent, hat da mehrere Puzzleteile auch zusammengepackt, ne, mit den Aalen, mit Meteoriteneinschlag oder Asteroideneinschlag, hat das Ganze aber auf ungefähr 10.000, 12.000 vor Christus datiert. Während du dich auf den Spannhut, den Pfarrer Spannhut ja beziehst, der Helgoland als die Hauptinsel bezeichnet, vor allen Dingen, weil es auch um den Bernstein, ne, die Eider ging. Mhm. Warum hat das für dich eine große Bedeutung? Ich bin in der Geschichte immer Stück für Stück zurück. Okay. Okay. Von daher komme ich jetzt auf Helgoland, Atlantis, Spanut, 1200 vor Christus. Ich nenne es jetzt einfach mal, auch der Autor, den du zitiert hast, liegt nicht falsch. Mhm. Denn selbst Platon schreibt, dass Atlantis ja ein unfassbar großes Reich war. Und dass durch einen eventuellen Polsprung oder andere geografische Veränderung Atlantis untergegangen ist. Und dass dieser Kontinent auch denkbar ist zwischen Afrika und Amerika. Mhm. Im Atlantik. Ne? Weshalb er ja auch so heißt. Und auch die alten Überlieferungen, auch in der griechischen Literatur, in der römischen Literatur, lesen wir, dass Poseidon und Atlas im großen Weltenmeer westlich gelebt haben. Mhm. Ja, westlich von Afrika. Wir finden das überall, finden wir die Indizien und die Anzeichen. Und die Frage wäre ja zu stellen, gab es nur dieses eine Land? War das genau dort? Mhm. Und du hast es eben auch in Worte gefasst, indem du gesagt hast, Helgoland, Hauptinsel. Mhm. Hauptinsel zu der Zeit 1200 vor Christus. Mhm. 10.000 vor Christus lag es noch als Hauptinsel im Atlantik. Das heißt, der Zerstörungsprozess und der Abbau ging über Tausende von Jahren. Jetzt? Dieser Untergang der Kultur zeichnet sich über Tausende von Jahren ab. Und was wir heute als Helgoland betrachten, ist die letzte Bastion, mhm. das letzte Überbleibsel gewesen von einem ehemals unfassbar großen Reich. Ne, weil, also der Otto Muck hat das dann halt anhand von Sintflut, genau. Ne, dass Geschichten im
Amerika, genau. Ne, Nordamerika, Südamerika, Platten, ne, das also das so ein heftiger Einschlag genau. war, dass sogar eben die südamerikanische Platte sich ja. Sozusagen da erhoben und da gesenkt hat. Vor Bahamas finden wir auch noch Reste. Es sind ja Reste gefunden worden, wo man sagte, jetzt haben wir Atlantis gefunden vor Bahamas. Da findet man tatsächlich Reste dieser Tempelanlagen, Straßenanlagen, die 10.000, 20.000 Jahre alt sind, und existieren. Und Atlas zum Beispiel sagt, lokalisiert er auf den Azoren, auf dem Pico, der sozusagen noch 3.000 Meter weiter runter geht ja. und wohl früher dann 5.000 Meter aufgeragt ist. Ja. Und dann kann man sich das vorstellen, dass da oben halt die Wolken um die Spitze waren und dann dieser Himmelsträger gewesen ist. Das ist spannend. Das habe ich jetzt also nicht als Gegenargument, sondern okay, da war das ist ein ergänzendes Atlantis, Argument. Genau, also das Helgoland im Prinzip eine spätere Phase war, wo genau. also die Hauptzerstörung schon ja. passiert war. Alles klar. Das und auch Helgoland ja. war ja ursprünglich wesentlich größer, als das heute ist. Ja. Und es gab ja früher das Doggerland. Das heißt, die halbe Nordsee war mhm. Land. Das ist heute geologisch und archäologisch fundiert bewiesen, ja. dass zu einer anderen Zeit weitaus mehr vorhanden war. Und auch Helgoland im Grunde genommen da keine Insel war, sondern ein Stück eines großen Festlandes zwischen der Kimbrischen Halbinsel, also Schleswig-Holstein, Dänemark ja. und Großbritannien. Und dass wesentlich mehr da war und ungefähr 8.000 bis 10.000 vor Christus das überflutet wurde durch eine große Flut. Könnte man auch die Sintflut bezeichnen. Genau. So, also eine der Sintfluten, von der auf der Erde berichtet wird. Natürlich ist es immer so ein bisschen ein Problem, sich mit Atlantis zu befassen in so einem Buch, bei dem es auch um archäologische und geologische Funde geht, die bewiesen sind, weil dann geriet man so in das Reich der Mythen und Sagen und der Spinnereien, nenne ich es mal. Dennoch, die Faktenlage, die da ist und die Indizienlage ist schon erdrückend. Sie ist wirklich erdrückend. Und wenn wir jetzt gerade auf die europäischen Völker und Stämme zurückgehen oder uns Deutschen, wie bezeichnet man uns Deutschen? Wie gesagt, Völker und Stämme, da gehören auch Finnen, Schweden, Holländer, Belgier dazu und viele andere Völker. Und selbst die Rusvölker, also Russlands, sagen, dass sie Abstammungen der Völker aus Skandinavien sind. Mhm. Ja? Und da ist etwas passiert zum Thema geologische Umwälzung und das war ungefähr 1200 vor Christus. Es gibt unterhalb von Helgoland diese Helgoländer Bucht. Mhm. Und diese Helgoländer Bucht ist nicht einfach ein Kreis oder ein tiefes Loch, sondern es ist eine Schramme. Okay. Und dort ist ein Planet, ein Meteor, ein großer Stein ist da reingefallen. Ungefähr 1200 vor Christus. Und daher kommt auch die Sage um den Phaeton, der den Sonnenwagen gelenkt hat. Beschaut man sich die Sage von Phaeton an, wird man auch die geografische Beschreibung finden. Mhm. Über den Absturz und wo er stattgefunden hat. Und dass die Heliaden anschließend Bernstein geweint haben. Ja, nachdem er in einem Fluss der Eider niedergekommen ist. Du sagtest, die Eider, dass sie 20 Kilometer breit. Das ist auch bewiesen. 25 Kilometer breit und eine Verbindung von der Nord- zur Ostsee. Da wurde Handel betrieben. Okay. Ja. 20 Kilometer, also der Amazonas ist ja nicht so breit, ne? Ja, das war mal so. Okay. Tatsächlich. Und 1200 vor Christus fand dann natürlich eine Völkerwanderung statt, zwangsläufig. Ja? Mhm. Durch diese große Schlammflut, die entstand und die Zerstörung, sind die Völker ausgewandert und sie sind in den Mittelmeerbereich. Diese Katastrophe hatte aber globale Ausmaße, weil dieser Phaeton, nennen wir es mal, zweimal um die Erde kreiste. Er ist also nicht so auf die Erde geflogen, sondern so und wurde angezogen. Ja. Wenn man unter eine bestimmte Geschwindigkeit kommt von 5 oder 7 Kilometer pro Sekunde, dann ist die Erdanziehung stärker und dann fällt er halt ganz runter. Mhm. Und das war genau da drüber. Die archäologischen und geologischen Funde sind eindeutig. Denn kurz vor dem Absturz, 4 Minuten, flog er ja über Schottland. Ja. Und wir finden auf der höchsten Erhebung in Schottland heute noch diesen Berg komplett verglast. Das heißt, die Hitze war so enorm, dass das Gestein einfach geschmolzen ist. Mhm. Und das ist mit normalen Bränden und Naturkatastrophen auf der Erde nicht möglich. Okay. Und so gibt es viele andere Beweise dieser Natur. Dann ist er darunter. Die Völker sind ausgewandert, aber auch im Mittelmeerraum gab es Tsunamis, es gab Überflutungen. Die Völker wurden dezimiert. Die griechische Bevölkerung war bis auf 1% der Bevölkerung reduziert.
So enorm war dieses Katastrophenszenario, weil ja auch zig Vulkane ausgebrochen sind. Ah, okay, okay, okay. Ja. Und Tsunamis entstanden im Mittelmeer. Es war ein leichtes für die europäischen, nordeuropäischen Völker und Stämme dort einzuwandern und diese Länder zu besetzen, als eure Heimat zu betrachten. Mhm. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt reden wir im Alten Testament mal wieder. Wir kommen wieder auf die Bibel, weil auch da sind Überlieferungen darüber drin, von den Philistern, David gegen Goliath. Ja. Goliath war der Philister, David war der Hebräer. Mhm. Und sie waren Erzfeinde. Mhm. Goliath hatte einen Helm, der hieß Hoba. Da kommt das deutsche Wort Haube her, das ist indogermanisch. Ja. Heute noch sagen wir Sturmhaube, Wetterhaube. Und Goliath war ein Philister. Und dann frage ich einfach nur, wer waren denn die Philister aus dem Alten Testament, die auch im Besitz der Bundeslade waren? Mhm. Wie? Steht im Alten Testament drin. Dass sie im Besitz der Bundeslade waren, ja. Das war diese Geschichte mit Simson. Oh, Schande. Da muss ich jetzt also zu meiner Schande gestehen, dass ich da... Für mich gehört das Alte Testament nicht zur Bibel. Man sollte eine normale, moderne Bibel nehmen und das Alte vom Neuen einfach mal so machen. Mhm. Ja, weil das Alte Testament ist im Prinzip eine alte Historienüberlieferung von alten Geschichten und Ereignissen, die auf der Erde tatsächlich passiert sind. Wogegen das Neue Testament die Nächstenliebe predigt von Jesus. Du sagst, im sogenannten, also in der Tora werden Dinge geschildert von Ereignissen, während das genau. Evangelium halt die Predigt von der Liebe ist. Genau. Okay. Du willst, im Prinzip habe ich das so verstanden, du willst ja sagen, dass man uns erzählt hat, wir, also Kultur ist im Mittelmeerraum entstanden, so haben wir es im Geschichtsunterricht gelernt. Und die Germanen, das waren also Tumbetoren. Das sozusagen. Waren Barbaren. Übrigens, das Barbar, habe ich im Griechischunterricht gelernt, kam einfach nur daher, dass die Griechen, die nicht verstanden haben, Barbaren. Das heißt, hatte nur damit zu tun, dass sie deren Sprache nicht verstanden haben, sagt unser Griechischlehrer. Dabei. Interessant, kann ich noch gar nicht. Ja, ja. Die lieben Philister. Ja. Jetzt war es so, dass tatsächlich Ausgrabungen gemacht worden sind in Israel und in Palästina. Und man hat ehemalige Gräber von Philistern ausgehoben. Man hat DNA-Analysen gemacht und das ist auch jetzt hochoffiziell. Das war in Jena vom Forschungsinstitut Max Planck Jena gemacht worden. Ja. Was kam raus? Alles nord- und nordwesteuropäische DNA. Die Philister kamen tatsächlich um 1200 vor Christus nach Absturz des Phaetons nach Palästina, ist ja in den Mittelmeerraum. Okay. Die Philister waren tatsächlich die nordwesteuropäischen Völker und Stämme. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel kein Pfeil und Bogen. Das waren die Waffen der Mittelmeervölker. Wir hatten Rundschilde, das Griffzungenschwert, die haben wie so eine Zunge um den Griff. Ja. Und wir hatten den Gär, den Wurfspeer. Das waren unsere Waffen. Und wir hatten den Mittelmeerraum besetzt. Tatsächlich, und das ist auch belegt, haben wir komplett Griechenland besetzt, bis auf den Stadtstaat Athen. Mhm. Da standen wir vorne dran und hat man beschlossen, dass man keine Schlacht führt, sondern der König des Stadtstaates Athen hat einen Deal gemacht. So, und da stand dann der alte Philister da und da ist ihm gesagt worden, wir machen einen Zweikampf. Wir setzen unser Heer nicht ein. Und wenn du verlierst, verlasst ihr für 100 Jahre Athen. Und wir haben verloren. Wir haben für 100 Jahre Athen verlassen. Und exakt auf das Jahr, 100 Jahre später, kamen drei Enkel dieses deutschen Königs und haben auch Athen besetzt. Mhm. Aber sie haben sich dran gehalten. 100 Jahre. Was macht man natürlich, wenn man andere Gebiete, ich nenne es mal jetzt, besiedelt? Ja. Man bringt auch seine eigenen Bräuche mit. Das ist ganz normal. Mhm. Wir haben heute noch in Amerika sämtliche Städte nach europäischen Namen benannt, der Aussiedler. Jetzt wird es entspannt. Hier haben wir diese Schwerter, das sind diese Griffzungenschwerter, die Rundschilde. Das kann man jetzt gerade nicht sehen. Wir haben die Rundschilde, wir haben den Speer. Ja. So. Und wenn wir uns jetzt Filme angucken, wie zum Beispiel Sparta oder 300, diese Kinofilme, wen sehen wir da, wenn wir Spartaner sehen? Wir sehen die alten europäischen Völker und Stämme. Rundschild, Speer und wir haben hier oben den Kamm auf dem Helm, das wir Römer auch später benutzt haben. Und dieser Kamm auf dem Helm, da kommt, weil kein Pferdehaar ist so starr und gerade wie das von norwegischen Fjordpferden. Ja.
Das wurde aus deren Nackenkamm hergestellt, zum Schutz der Helme. Das hat man später einfache Mittel mal übernommen. Das gab es aber schon lange vorher bei uns. Mhm. Okay? Sollte man sich fragen, wer waren denn die Spartaner tatsächlich? Na? Jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir zusammen mit den Syrern einen Krieg geführt, der gut dokumentiert ist. Auch knapp danach, 10, 20 Jahre später, um 1200 vor Christus, an der ägyptischen Nilmündung in Medinet Habu. 700.000 ägyptische Krieger haben gegen uns gekämpft. Das war eine unfassbare Schlacht. Die sind in Hunderten von Metern des Papyrus Harris, eine Papyrusrolle dort, und auf 10.000 Quadratmeter Relief sind die verewigt worden. Der Kampf diese Schlachten. Der Philister gegen die Ägypter. Und wir haben verloren. Jetzt hat man uns hinterher ins Exil geschickt. Und wir haben natürlich an Ländereien besiedelt. Vorneweg haben wir Palästina besiedelt. Das muss man sich mal vorstellen. 1200 vor Christus wurde von den europäischen, nordeuropäischen Völkern und Stämmen Palästina besiedelt. Und die Nordstaaten Westafrikas. Marokko, Libyen. Die Berbervölker kennen wir heute noch. Ganz viele Blond- und Blauäugige heute noch dabei. Stimmt. Das. Die Tuaregs. Die Tuareg, ja. Und da gucken wir auf die Tuaregs. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach Bohuslän in Südschweden. Mhm. Und da gibt es die Bohuslänner Felsritzung. Das sind Zeichnungen auf Felsen, die teilweise einige tausend Jahre vor Christus bis teilweise 200.000 vor Christus datiert werden. Und dort sind Felsritzungen in einer Schrift, die heißt Tifinang-Schrift. Man konnte die nicht entziffern. Und dann kam Professor Dr. Barry Fell aus den USA, einer Elite-Universität, stellt sich davor und liest es denen vor und spricht es ihnen vor. Die waren völlig perplex. Dem blieb die Kinnlade offen stehen. Ja. Woher weißt du das? Woher kommt dieses Wissen über diese Schrift? Dann sagt er ganz einfach, ich habe die gelernt. Die sprechen noch die heutigen Berber und Tuaregs in Nordwestafrika. Die haben diese Schrift von den Nordvölkern bekommen nach dieser Schlacht von Medinet Habu. Also das sind nur wirklich jetzt fünf Hinweise, die ich jetzt gerade mal in dem kurzen Gespräch von uns geliefert habe und könnte noch 500 hinten dran setzen. Wollte gerade sagen, also das man muss Buch. Die Puzzleteile einfach nur zusammenfügen. Ja, ja, es ja. ist irre. Und natürlich haben wir auch nach Palästina unsere Gebräuche mitgebracht. Das hier ist ein Bild von einem alten Hinkelstein, den unsere alten Kelten benutzt haben. Bei mir um die Ecke, 20 Minuten mit dem Auto entfernt. Ja. Dort halte ich mich gerne auf. Das ist ein Tingplatz. Also eine Gerichtsstätte. Genau, da wurde Gericht gehalten, gefeiert, gehochzeitet. Und der ist immer von Eichenhainen umgeben. Von Ascheren, den Eichenhainen. Noch heute, aufgrund der Eiche, sagen ja auch die Hebräer oder die Juden zu uns Aschkenas. Ja? Das ist ja ein Begriff, den man für uns heute noch verwendet. So, und die keltischen Eichenhaine mit dem Hinkelstein, die hatten Steine, auf denen geopfert wurden. Ja, diese Dolmen heißt das. Und in den Dolmen gab es praktisch Opfermulden. Und dort steht auch in diesem Eichenhain ein solcher Stein. Ja. Da sieht man diese Opfermulden hier ganz gut. Das sind so Einkerbungen hier. Dort wurde geopfert. Geräuchert. Mit Opfern klingt immer so nach Blutopfer oder sowas. Ja? So. Und diesen Brauch nehme ich mit von Eisen unbehauenen Steinen, von Eichenhainen umgeben. Ist ja schon Tausende vor Christus in der Megalithkultur 3.000, 4.000 vor Christus bei uns gemacht worden. Und genau das haben wir auch in Palästina gemacht und in allen anderen Ländern. Noch heute finden wir dort ganz viele solcher Stätten. Und dann gucken wir auf Mose im Alten Testament, in denen unzählige Indizien und Beweise in Textform zu finden sind, wie er sagt, dass die Ascheren umgehoben werden sollen, vernichtet werden sollen, die Altären der Heiden zerstört und die eigenen darauf aufgebaut. Und das Erste, was man macht, war dann ein Blutopfer zu bringen. Das heißt, man hat unsere alten Stätten, die wirklich heilig waren, wo auch ganz tolle Kraftplätze existieren, hat man nicht nur in Europa zerstört und darauf Kathedralen errichtet, an diesen geomantischen Kraftplätzen, man hat das auch dort gemacht, unter Moses. Es ist total spannend, wenn man erfährt, dass im Alten Testament diese Überlieferungen von diesen angeblichen Götzenbildern, die wahrscheinlich doch keine waren, dass wir das waren letztlich. Also darf ich da mal kurz einhaken? Die Kelten kannten keine Blutopfer.
Nein. Es waren Räucheropfer von Pflanzen. Ja, selbst Tacitus überliefert es. Die Römer beschreiben es auch. Die Germanen, die Kelten, kannten keine Blutopfer. Es war eine Naturreligion. Das ist uns nur erzählt worden. Wir haben ja auch erzählt bekommen, dass wir im Ersten Weltkrieg Kinder essen in Belgien. Ja? Das ist ja heute noch überliefert. Ja? Das ist halt Propaganda. So läuft das schon immer. Ja? Wir haben es ja jetzt gerade in dieser Zeit mit einer unglaublichen Lüge zu tun. Das Wort Lügen und Leugnen ist ja auch sehr, sehr ähnlich. Braucht man nur umdrehen die Vokale. Und es, also wenn ich dein Buch jetzt so Revue passieren lasse, dann geht diese Lüge ja über unsere Herkunft und tatsächlich, dass man, also ich muss gerade an, weil du sagst Naturreligion, du hast es wunderbar beschrieben mit dem Totenkult. Mhm. Kannst du das für unsere Zuschauer nochmal, also wie die Vorstellung bei den Germanen, Teutonen, wie auch immer, was mit der Asche, das fand ich so berührend. Im Grunde genommen wird uns ja unterstellt auch, dass wir eine Vielgötterreligion hatten. Und das stimmt nicht. Es gab tatsächlich den einen Gott. Mhm. Die eine einzige Schöpferkraft. Damals schon. Mhm. Es gab diese Nebengötter oder Untergötter, wie im Griechischen und im Römischen auch. Aber was machen wir heute in der katholischen Kirche mit der Verehrung von Heiligen jeden Tag? Für jeden Tag gibt es einen Heiligen. Das ist nichts anderes wie Götzenanbetung. Wenn man es so auslegen wollte. Vielgötterei, ja. Ja, genau. Mhm. Das ist halt nun mal so. Auch wir hatten für alles wenn du an etwas glaubst, brauchst du auch eine Personifizierung. Nehmen wir mal einfach an, die ersten Menschen kommen auf die Erde und finden die Sonne ganz toll. Das Thema hatten wir im letzten Gespräch und die Sonne ist was Heiliges. Dann kann man ein Symbol dafür schaffen, der Kreis mit dem Punkt. Mhm. Man kann aber auch irgendwann hingehen und kann eine Personifizierung draus machen. Etwas erschaffen, womit der Mensch etwas anfangen kann. Ja? So wie es auch vom Allvater verschiedene Abbilder gibt, der wird wohl nie so ausgesehen haben, ja? Ob er überhaupt existiert hat in der Form. Mhm. Ja? Vielleicht können die sich ja manifestieren auf der Erde und eine Form annehmen. Mhm. So wird es auch im Alten Testament beschrieben, dass ja auch die Engel auf die Erde kamen und Gefallen an den Frauen der Menschen gefunden haben. Also müssen sie sich ja materialisiert haben, wenn man das so glaubt, was da steht. Okay. Ja, also zu den Göttern, haben sie so existiert oder ist es einfach nur ein Glaube an eine Spiritualität, an einen Geist? Auf die Toten. Es geht mir um die Bäume. Ach, um die Bäume. Ja. Also das, was man... Diese Spiralform, über die wir gesprochen haben. Genau, dass die verbrannt wurden und die Asche eben den Bäumen. Ja, das ist ja das Problem. Dadurch, dass wir ja früher verbrannt haben, in alten Wikingerfilmen sieht man das auch noch so, ne? Auf Schiff drauf, verbrannt. Das heißt, wir können wenig Funde haben mit Skeletten aus dieser Zeit, weil die meisten verbrannt wurden. Mhm. Man hat diese Asche unter einen Baum gestreut, den man im eigenen Hain oder im eigenen Haus stehen hatte. Es waren meistens Eichen oder Eschen. Ja. Das war dann der Familienbaum. Deswegen, man pflanzt ja heute noch einen Baum, wenn ein Kind geboren wird. Mhm. Aber dort hat man einen Baum für alle genommen. Und die Mythologie, die hinten dran steckt, fand ich sehr schön. Nämlich, dass die Seele mit der Asche nicht stirbt, in den Baum aufgenommen wird, in die Wurzeln, über die Stämme, in die Äste und in die Blätter gelangt. Lief. Und über die Blätter einfach über den Äther, über die Energie, die um uns herum ist, fließt und zu ihrem Ursprung zurückkehrt. Und das war ja Hehl nach unserer alten Glauben. Und aus Hehl hat man heute Hölle gemacht. Mhm. Ist das so, dass da Pech und Schwefel ist? Frage ich jetzt einfach mal. Oder hat man das wieder daraus gemacht? Frau Holle ist eigentlich ein sehr schönes Märchen, ne? Das ist die Göttin von Hehl im Grunde genommen, die Frau Holle. Denn in der Frau Holle kommt ja auch der Baum mit den goldenen Äpfeln vor. Mhm. Der steht auch in Hehl, nach der alten nordischen Mythologie. Ja. Ja? Herr der Ringe basiert zum Großteil ja auf nordischer Mythologie. Und wir haben den Baum mit den goldenen Äpfeln auch für den Garten der Hesperiden gehabt.
bei den Griechen. Und wir finden diesen Baum der goldenen Äpfel immer wieder. Und in Hel hat die Seele sich neu organisiert und strukturiert und auf die Aufgabe im nächsten Leben ihrer Inkarnation vorbereitet. Mhm. Das war kein schlechter Ort. Mhm. Das heißt, Menschen sind gerne nach Hel gegangen, weil sie wussten, sie kommen wieder und ihre Seele entwickelt sich weiter. Und war es nicht auch so, dass Karl der Große und sagen wir, die Kirche dann diese heiligen Bäume gefällt hat? Die Donaueiche, die berühmte, die gefällt wurde bei Donau. Was hat man darauf errichtet? Einen Tempel zu Ehren von Petrus. Mhm. Also man baut einfach dann drüber, da wo angeblich die Irminsul und die Donaueiche stand. Die Irminsul hat Karl der Große fällen lassen, sagt man zum Beispiel, der Sachsenschlechter, der ja zwangschristianisiert hat. Und so vernichtet man natürlich auch Geschichte. Mhm. Und das Interessante ist auch hier, man assimiliert wieder Bräuche und Sitten in den christlichen Glauben, um den Leuten den Übergang in die neue Religion zu vereinfachen, ja, um sie zu zwangschristianisieren. Na? Die interessante Frage, die zu stellen wäre, ist diese Weltensäule, diese Irminsul, wo stand die denn tatsächlich? Und wenn wir uns alte Karten der Ägypter anschauen und Überlieferungen der Römer, Griechen und Inder, haben sie sie alle da gesehen, wo heute die Nordsee ist. Mhm. Mhm. Am 9. Bogen, deswegen hat man die Deutschen auch die neuen Bogenvölker genannt in Ägypten. Das heißt, die Ägypter hatten wie wir schon die Breitengrade, mhm, und sie hatten sie in 10 Grade unterteilt. Und der 9. Bogen, neun Bogenvölker wurden wir genannt, ja, ist genau da, wo heute Helgoland liegt. Okay. Dann kommt dazu, dass ja diese Rundschilder, die Griffzungenschwerter und unsere Speere mit Mineralstoffanalysen in Ägypten mal gemessen wurden. Was ist denn da so alles drin und wo kommt das her, diese Mineralstoffzusammenmischung? Ja. Es gibt ein bestimmtes Mineralstoffzusammensetzung, die heißt Töck, und die gibt es nur in der Nordsee. Mhm. Diese Schwerter, diese Schilde wurden alle in der Nordsee und zum großen Teil auf Helgoland gefertigt. Mhm. Das haben moderne Analysen ergeben. Also wir sehen, es verdichtet sich immer mehr in der heutigen Zeit und wir haben auch die moderne Wissenschaft, die die alte Mythologie letztlich bestätigt. Mhm. Und nicht widerspricht. Und ich habe gesucht und gesucht, wo sind mehr Widersprüche? Ich möchte mal was Gegenteiliges finden, das dagegen, ja, spricht. Ja. Ich habe fast nichts gefunden. Fällt mir jetzt ein, dass ich mich schon früher immer wieder gefragt habe, warum, also welches Interesse die Briten gehabt, ja, haben, Helgoland mit so viel Bomben zu bewerfen. Das war kein, also da sind, ich glaube, beim Bombenangriff, das sind über 200-300 Menschen gestorben. Aber da war ja keine irgendwie kriegsrelevante Fabrik oder irgendetwas. Es geht um Geschichte. Es muss also offensichtlich einen Symbolcharakter, ja, gehabt haben, dass man noch bis, glaube ich, 53 oder so da Bomben abwarf. Ja. Nach dem Krieg. Ich weiß. Auch Torpedos drauf geschossen hat, alles, ja, Mögliche. Es wurden nur auf Helgoland alleine mehr Bomben von den Engländern abgeworfen, auf als ganz Deutschland zusammen. Tatsächlich? Ja. Das heißt, auch da könnte man mutmaßen, ja, dass die das befehligt haben, um die Mythologie beziehungsweise um den symbolischen Charakter von Helgoland wussten. Ja, es gibt ja keine Zufälle im Leben, ne? Nee. Mhm. Interessant ist auch, ja, wenn man jetzt mal die alte Mythologie anguckt von uns, den kennen wir alle aus dem Fernsehen. Das ist Thor. Mit dem Hammer. Ja. Wir hatten ihn bei den Kelten Dona genannt, ja, der Gott Dona, der Donner. Ja, und bei den Skandinaviern hieß er Thor. Es war ja derjenige, der Midgard, also die Welt, beschützt hat. Also diese Aufgabe hat er ja auch in diesem Kinofilm. Das ist sehr schön und eindrücklich dargestellt. Und diese Sagen sind uralt. Und jetzt gucken wir uns die Herkules-Geschichten an, die im Mittelmeerraum erzählt wurden. Das sind die Geschichten von Thor, mhm, die man einfach okkupiert hat. Mhm. Und dann hat man Folgendes 600 nach Christus gemacht. Man hat Thor einfach in den Götterglauben übernommen und hat ihn Jupiter genannt.
So einfach war das. Tacitus und viele andere schreiben da ganz offen darüber, dass die Herkules-Sagen eigentlich die Sagen der nordischen Mythologie von Thor sind und dass Jupiter der Ersatz für Thor darstellt. So entwickelt sich das weiter, wird umgedeutet, umbenannt und in die neue Moderne der damaligen Zeit gebracht. Ja, es ist nichts Neues erfunden worden. Es ist einfach nur umgedeutet worden. Ja. Nichts anderes ist da passiert. Kommen wir noch mal zu Karl dem Großen. Was mich besonders, was mir besonders aufgefallen war, was ich nicht wusste, dass er derjenige war, der im Prinzip dieses Bodenbesitzrecht eingeführt hat. Das, du hattest das als Allo... Das hieß bei uns Allodialrecht. Ich kenne das nur Allmende, also das, wie die Indianer halt die Vorstellung haben, eben, dass man Mutter Erde nicht verkaufen kann, nicht zu ein Verschachern und an, als ein Handelsgut ansehen darf, dass das unsere Vorfahren auch genauso gesehen haben, dass also jeder zum Nießbrauch Boden zur Verfügung gestellt bekommen hat, aber der konnte nicht gehandelt werden. Tacitus schrieb über die Germanen, dass er ganz überrascht war, wie unproduktiv die sind. Das ist ja überhaupt nicht schön. Was er aber verkannt hat, ist, er hat es aus der Sicht eines römischen Geschichtsschreibers gesehen. Mhm. Das römische System, das wir heute noch haben, wir haben heute römisches Recht, auch vor jedem Gericht, sagt nichts anderes aus wie, die wenigen, die sich die Weintrauben in den Mund wachsen lassen, machen das auf Kosten derer, die in der Masse dafür versklavt werden. Das heißt, viele arbeiten für die wenigen. Und das hatten wir damals anders gesehen. Wir hatten erkannt, dass 3 bis 4 Stunden Tätigkeit pro Tag ausreichend sind, damit für alle genug da ist und alle in Glück und Frieden miteinander leben. Man hatte noch genug Zeit übrig, um entweder mal einfach faul in der Hängematte zu liegen oder sich spirituellen Dingen zu widmen, zu beten, zu den Göttern oder sich um die Familie zu kümmern. Und das wurde als unproduktiv betrachtet. Sie haben... Unsere Ahnen wussten, wie es funktioniert. Wie Leben funktioniert. Ja. Wogegen wir ja heute im Hamsterrad laufen, mit einem Gesamtsteuersatz von fast über 80% in unserem Land, um diesen wenigen zu dienen, die wie Joschka Fischer sagt, das Geld muss aus dem Land rausgepulvert werden und notfalls verscheuert werden, nur der Deutsche darf es nicht in der Hand haben. Das ist die Agenda, die läuft. Ja. Und uns, wir müssen einfach erkennen, wir haben unsere Ahnen gelebt. Was für Überzeugungen hatten die? Wir müssen nur in die Vergangenheit sehen, ist alles schon da gewesen. Um für uns die Zukunft Lösungen zu erarbeiten, die wirklich ein Leben ermöglichen, wo wir mal tief durchatmen dürfen. Ja. Und nicht irgendwann mit 60 an einem Herzinfarkt sterben oder an einer onkologischen Erkrankung, weil wir all diese seelische und körperliche Belastung und der Druck von außen dem irgendwann nicht mehr standhalten. Also praktisch, dass unsere Gesellschaft, die wir im Moment erleben, einfach eine krank. Und jetzt überlegt ihr mal, Karl der Große, der wird heute verehrt. Der Karlspreis wird verliehen. Einem Menschen, der Völkermord begangen hat, der einen Genozid betrieben hat, wie da wieder eine 180-Grad-Umkehr stattfand. Und im Grunde genommen, diese Allodialrechte, wie wir sie nennen, Wasser, Luft, Grund, Boden, das gehört uns nicht. Ein Tisch, den jemand zimmert, das kann man als Eigentum betrachten, das mit eigenen Händen erschaffen worden. Ja. Da ist ein Wert, eine Wertschöpfung hinten dran. Aber das Land und die Erde war vor uns da. Sie kann also diesen gehören. Unterschied, das ist ganz wichtig, vielleicht auch mal, das Privateigentum, in dem Sinne von dem, was ich da geschaffen habe, das ist kein Thema. Ja. Aber Mutter Erde ist für alle da und kann nicht verkauft werden oder in einem Katasteramt genauso sieht's aus. Verwaltet werden. So sah das aus. Und das germanische Recht, das existiert tatsächlich nur. Steht sogar bei Wikipedia noch drin. Ist nicht verändert worden. Okay. Das germanische Recht existiert weiterhin neben dem römischen Recht, was wir heute haben. Es wurde nur verdrängt, aber nicht ersetzt. Okay. Und das ist genau das, was die Indianer ja auch in Amerika gemacht haben. Sie haben ja ihre Rechte wieder zurückhaben wollen. Da kämpfen die ja schon seit langer, langer Zeit drum. Und tatsächlich hatte ja auch Donald Trump im letzten Jahr einen halben Bundesstaat, ich weiß gerade nicht mehr, welcher genau das war, wieder an die Indianer zurückgegeben. Vollständig.
Und wir haben diese Rechte tatsächlich auch hier. Denn es gibt Resolutionen, wie die 61295, glaube ich, heißt sie, aber nagel mich nicht fest, ich glaube, sie heißt so, die die Indigenatsrechte festlegen. Sie sagen klipp und klar, von wem verabschiedet von der UN-Resolution, dass das Recht der deutschen Völker und Stämme voll anerkannt ist und wir darauf zurückgreifen dürfen und sie auch in Anspruch nehmen können, genau wie die Indianer. Mhm. Es ist alles da. Wir müssen nichts neu erfinden. Es ist alles da. Wir müssen nur hinschauen. Leute, die momentan behaupten, dass die Gesetzgebung eine Katastrophe ist, dass das Recht eine Katastrophe ist und dass wir im Chaos leben, dem muss ich widersprechen. Ich sage, wir leben tatsächlich im Paradies, wenn wir es zulassen. Alles oder für aufmachen. Uns, ich ja, sag, oder aufmachen. Alles ist da. Wir haben tatsächlich Gesetze, Menschenrechte, UN-Resolutionen, die wir in Anspruch nehmen könnten, wenn wir wollten. Die Gesetze sind für uns da. Sie werden nicht gelebt. Das ist der Unterschied. Sie werden nicht gelebt, weil 99% der Menschen wissen darum nicht. Mhm. Und die 1%, die das wissen, nutzen das für ihre eigenen egoistischen Zwecke. Mhm. Wenn der Rest aber sich darauf besinnt und sich damit beschäftigt, hätte diese 1% damit keine Chance, das so zu machen. Also wir lassen es ja auch zu letztlich dadurch. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wieder unserer eigenen Kraft, die wir in uns tragen, bewusst werden, unserer Vergangenheit bewusst werden. Denn die Ahnen, da hatten wir kurz drüber gesprochen, ist tatsächlich ein wichtiges Thema, denn sie helfen uns auch. Ein wichtiges Thema, um wieder dahin zu kommen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum man das ja so mit aller Macht und Kraft seit Jahrtausenden versucht zu zerstören. Das muss ja einen Grund haben, warum man Kultur zerstören will. Ja. Um einem vorzubeugen, was, sag ich mal, im Allgemeinen, wenn es überhaupt noch einen politischen Diskurs gibt, was ich so anfangs sagte mit den Volksliedern, ne? Mhm. Also ich singe Volkslieder und werde als Nazi beschimpft, es geht eben nicht um Chauvinismus. Mhm. Es geht nicht darum, wenn wir unsere Ahnen sozusagen wieder ehren, darum, uns über irgendein anderes Volk auf dieser Erde zu stellen, mhm, oder gar einen Herrschaftsanspruch zu erheben. Aber ich habe da so einen organismischen, sag ich mal, Blickwinkel auf die Erde, dass wir als Menschheit wie ein großer Leib sind, so wie Paulus das so schön beschreibt. Oder Daniele Ganser nennt es Menschheitsfamilie. Ne? Als Menschheitsfamilie und wo sozusagen jede Kultur, jedes Volk so eine Art wie ein Organ ist, aber ohne Hierarchie, sondern füreinander. Und wir können erst dann, kann der Menschheitsleib sozusagen voll funktionsfähig sein, wenn alle ihre Aufgabe übernehmen, ja, in diesem großen Ganzen. Und wir können das nur, wenn wir uns darauf besinnen, was denn Deutsch ist. Also in dem Sinne von eben nicht chauvinistisch, genau, nicht herablassend, nicht, sondern was ist unser Wesen? Was können wir der Welt geben, ja, wie jedes andere Volk und jede, ja, du kannst ja alles pervertieren. Kultur auch. Du kannst ja alles pervertieren. Ja. In meinem Buch habe ich versucht, das schon so rüberzubringen, dass ich sage, wenn wir unserer Kultur und unserer Ahnen uns bewusst werden, heißt das nicht, dass wir sagen, wir sind das auserwählte Volk. Genau. Das wäre wieder die Perversion des Ganzen. Ja. Sondern uns einfach nur unserer Ahnen bewusst werden, wer wir sind, was wir schon erschaffen haben, was für ein großes Volk wir sind, wie viele andere Völker auch, um Himmels Willen. Ja. Aber ein Bewusstsein zu schaffen, ja, das zu wissen und das auch wieder in der Zukunft anwenden zu können. Nicht, um sich über andere zu stellen, ja, sondern vielleicht gegen die 1% zu stellen, dass wir wieder in unsere Kraft kommen. Denn wir sind die Mehrheit. Wenn du einen Menschen fragst in Afghanistan, ob er Krieg haben wollte, sagt jeder auf der Straße, er will in Frieden leben. Natürlich. Die haben den nicht verursacht. Ja. Alle Menschen wollen, wenn man sie so fragt, in Frieden leben wollen. Und dann fasse ich es in die Worte von der Gutle, von der Frau Schnapper-Rothschild, ja, mhm, die gesagt hat, wenn meine Söhne wollten, gäbe es keinen Krieg auf dieser Erde. Ja, es sind die anderen, die das machen und wir lassen es mit uns tun. Und es ist ja dieses Problem, dass ja immer zwei dazugehören. Der das macht und der das mit sich machen lässt. Genau, darum geht es. Und da kommen wir wieder auf, ich glaube Schiller war es, der gesagt hat, dass die Herrschenden nur so lange herrschen, wie das Volk aufhört, bis das Volk aufhört zu kriechen. Ja. Man ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber es bringt es auf den Punkt. So ja, natürlich.
Ja, natürlich. Also ich meine, das kannst du ja auf alle Bereiche des Lebens übertragen. Also Mediziner, ne, als Beispiel, dass immer mehr Heilpraktiker unterwegs sind, ist für mich ein Ausweis dafür, dass immer mehr Menschen die Verantwortung für ihren Körper selber übernehmen, genau, und sich Rat und Hilfe beim Heilpraktiker suchen. Aber der Arzt, ja, also der Halbgott in Weiß, war es früher wie eben so ein Übervater und so weiter. Er muss es ja wissen. Mhm. Und mit dem Stethoskop sowieso und den Laborbefunden. Und dass jetzt aber eine Bewegung eingesetzt hat, ich übernehme für meine Gesundheit, für meinen Körper, die volle Verantwortung. Die Verantwortung. Lustigerweise ist das, wo ich dann die Verantwortung übernehme, als verantwortungslos bezeichnet. Auch da wieder die Umkehrung. Ja, wie kann man nur sich nicht impfen lassen, als Beispiel? Mhm. Das ist, da ist Neusprech aller Orten. Also man soll wirklich 1984 sollte man noch mal leben. Aber das sind Dogmen, die nachgesprochen werden. Ja, ja. Die geschehen in der Regel aus Unwissenheit und Verwirrung. Denn ich persönlich kenne keinen Menschen, der sich, wenn er sich beliest, wenn er darüber forscht, wie die Nebenwirkungen sind, was es damit auf sich hat, der das freiwillig mit sich machen lässt. Ich kenne keinen, der gesagt hat, nachdem er sich erkundigt hat, ich finde das klasse. Ja, ja, ja. Das muss man einfach mal so realistisch sehen. Aber nochmal kurz zu Atlantis zurück und diesem feinfühligen Thema. Die Geschichte von Platon, von dem wurde sie ja zuerst überliefert. Nein, er wurde nicht zuerst, sie wurde für... Er hat sie wie aufgeschrieben. Er hat es aufgeschrieben. Von Solon. Und wer war Solon? Ist er vertrauenswürdig, dieser Mann? Er war einer der höchsten Politiker Ägyptens. Ja. Er war einer der beliebtesten Politiker Ägyptens, der auch das Bauernrecht reformiert hat, das Münzprägerecht und den Menschen wirklich geholfen hat. Und der hatte das von den Priestern zu Sais, der damaligen Hauptstadt. Und die Priester zu Sais hatten die Aufgabe, in dieser Riesenbibliothek, die von den Römern zerstört wurde, in dieser Riesenbibliothek Wissen über Atlantis, Lemurien, unsere Ahnen, über tausende von Jahren zu sammeln. Sie wussten alles. Zu bewahren. Zu bewahren. Und es gab zum Beispiel, weil wir kriegen ja heute erzählt, dass die alten Druiden der Kelten ihr Wissen nur mündlich weitergegeben haben. Es wurde nichts schriftlich festgehalten, weil es nicht jeder lesen sollte. So, weil ja auch Missbrauch betrieben werden kann. Und das ist nicht ganz richtig. Weil es gab tatsächlich in Frankreich, in Südfrankreich, eine unfassbar große Bibliothek der keltischen Druiden, in der alles gesammelt wurde. Und auch die wurde von den Römern zerstört. In Alessia stand die. Die berühmte Bibliothek von Alessia. Und so wurden viele, auch Alexandria, die ist nicht einfach mal so abgefackelt. Ja? Die wurde abgefackelt. Natürlich. Wurde dieses Wissen bewusst zerstört. Ich will nicht wissen, wie viele dieser Rollen vielleicht teilweise noch existieren, weil wie lange ist das Geheimarchiv des Vatikans? Wie viele Kilometer hat es? Es ist riesig. Es muss unfassbar sein. Ja. Ja, da mal Mäuschen zu spielen, sich da mal ein Jahr lang einzumisten. Also ich denke, wir stehen am Anfang, ja, überhaupt zu begreifen, dass die Truman Show schon sehr, sehr lange, läuft, betrieben wurde. Und der Sirius ist runtergefallen, sage ich mal. Der Sirius ist runtergefallen. Und jetzt gilt es, ja, wirklich mutigen Herzens, sich dem zu stellen, was wirklich ist. Ja. Deswegen lest solche Bücher, das ist so Donnelly, Ernst, es gibt so tolle Sachen. Und das Interessante ist, die meisten Bücher, ich habe, um dieses eine zu schreiben, bestimmt 70, 80 Bücher gelesen, die stammen aus dem 19. Jahrhundert darüber. Die Deutschen wussten um dieses Wissen. Das ist aber dann zum Ersten Weltkrieg hin ziemlich in der Versenkung verschwunden. Das heißt, ich habe die meistens aus den Antiquariaten, diese Bücher. Und selbst Heinrich Schliemann spricht ja ständig von der Sprache von Atlantis. Ja. Das nur mal kurz zum Abschluss. Heinrich Schliemann, als Wiege unserer überhaupt aller Kultur. Absolut. Er sagte, es wäre Hunderte von Trojas wert. Er hat eine Vase in Troja gefunden, auf der stand auf einer Münze von Kronos aus Atlantis. Eingraviert. Mit einer Runenmünze. Er hatte dem keinen großen Wert beigemessen, nur gesagt, wenn wir diese Insel finden, dann ist das Hunderte von Trojas wert. Ja. Er war überzeugt. Und dann war er 10 Jahre später im Louvre in Paris und entdeckt die gleiche Vase wieder.
und sagt, das gibt's doch gar nicht. Mhm. Und lässt sie untersuchen und vom Kurator herausholen. Und was war drin? Die gleiche Runenmünze und die Unschrift von Kronos aus Atlantis. Und dann war der gefragt, wo kommt denn die her? Teotihuacan, Zentralmexiko. Made in Germany. Keine Ahnung. Ja, aber es muss ein global umspannendes Netzwerk gegeben haben, ja, von diesem einen Kontinenten aus. Genau. Und als sein Enkel Paul Schliemann das Erbe angetreten hat und das Vermögen in dem Schwur und dem Eid weiterhin danach zu suchen und Paul Schliemann, ich glaube Kiel oder Husum, irgendwo war es, im Norden von Deutschland eine große Rede gehalten hat und er sagte, wenn die Deutschen wüssten, wo Atlantis lag, dann wäre was los. Mhm. Und 4 Wochen später war er spurlos verschwunden, er wurde nie wieder gefunden. Alle Schriften weg, ja, alle Aufzeichnungen weg, nichts mehr, als wenn er nie gelebt hätte. Und das ist im Prinzip ein schönes Schlusswort. Also schönes Schlusswort, hey, Leute, wenn man uns die Quellen wegnimmt, die Hinweise, dann sind wir sozusagen ein Spielball. Ja. Aber wenn wir uns unserer Quellen und Wurzeln, wie ein Baum, seiner Wurzeln bewusst werden, und ein Baum ist gesund oder krank von der Wurzel, dann können wir ja wieder erstarken, aber nicht im Sinne von Krieg über die Welt bringen, nein, ganz und gar nicht, sondern Segen. Segen, absoluten Segen. Und das war auch der Ursprung von Atlantis, Segen. Ja. Es ist nur später gekippt, ja, weil wie bei allen Kulturen, wie bei allen Systemen, wenn irgendwann die mammongierigen Hohepriester übernehmen, wie Loki auch bei der nordischen Mythologie, fällt das Reich. Ja. Da beginnt der Absturz. Ja. Und es ist ein Zerfall. Dieser Zerfall hat über tausende von Jahren gedauert. Wir finden heute noch in den indischen Geheimschriften die komplette Geschichte von Atlantis. Mhm. Die haben das Wissen von uns bewahrt über Jahrtausende. Dort finden wir es heute. Wir haben die Quellen noch, nur nicht mehr hier. Ja. Also darf sich jeder auch noch ein bisschen durch das Internet, haben wir ja zumindest eine Möglichkeit, sich ein paar Quellen zu erarbeiten. Oder ein Buch von Hans-Peter von Lichtenstein. Ja, oder ein Beispiel noch zum Abschluss. Die Inder nennen einer ihrer Hauptgötter wie? Maya. Atman? Maya. Wie nennen es die Mayas? Maya. Hauptgötter? Ja, Ma. Wir sagen heute noch Ma auch. Okay. Ma steht für Mama, für die Muttergöttin. Ja, das ist alles global umspannend, auch die Begriffe. Ja. Ja, auch die Begriffe von Atl, Atlantis, Quetzalcoatl. Es steckt überall drin. Ja, Adel. Adel. Adel, Edel. Ja. Edel. Und Adel, gleicher Wortstamm. Aristokratie. Ja. Das Wort Aria drin, da darf man ja nicht aussprechen. Aria, Aria. Himalaya, der Himmel der Aryas. Ja. Ja, Aristokratie, die Edlen. Also, es ist spannend. Es ist so spannend und das ist so voll, dieses Buch. Und ich bin gespannt. Ist nur ein kleiner Teil. Ist nur ein kleiner Teil. Aber es macht einfach Lust, sich dem zu widmen und zu hinterfragen. Immer wieder zu hinterfragen. Ist das, was man uns in der Schule erzählt hat, wahr? Oder ist das die Geschichte der Sieger gewesen, die wir glauben sollen? Vielen Dank, Peter Freiherr von Lichtenstein. Danke für die Einladung. Und hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wann wir uns wiedersehen. Gerne. Vielen, vielen Dank. Und ihr Lieben, also es ist so spannend, wenn wir uns dieser Geschichte völlig wertneutral, ja, nicht im Sinne, wie gesagt, von Chauvinismus, sondern dass wir wie jedes andere Volk auf dieser Erde ein Recht haben auf unsere Ahnen und unsere Vorgeschichte. Macht euch auf den Weg. Spannend. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss. Thank you.